Schön, dass ihr da seid. Das letzte Mal habe ich diesen weiteren Schlangenschrein entdeckt und gesagt, es geht ins Loch. Und da geht's jetzt auch hin. Ab ins Loch. Also, im Loch waren wir ja schon. Aber hier war ich noch nicht. Was ist hier los? Heiligengrab. Hallo? Da lacht was. Oh, Ratten. Ich hasse Ratten. Einmal kurz die Hellebarde wechseln. Ein Loch. Große, eine Seele eines Kriegers. Ich weiß nicht, ob das sieht das aus, als könnte man da hochklettern oder falle ich. Ah, ich komme von oben. Okay. Gut. Hallo. Untersuchen. Ja, doch. Komm, mach. Stopfnei. Mach mal die Brücke hier auf. Oh, Ratte. Ah. Ah, die versteinern. Okay. Ratten versteinern also. In Dark Souls 2. Alter schimmernder Lebensstein. Reparaturpulver. Wenn wir jetzt in einem anderen Spiel, würde ich sagen, ich kann da geduckt durchlaufen. Ja, deine tolle Abkürzung nehme ich doch einfach mal. Hallo, Rattis. Ah, da seid ihr. Da muss ich aber schon einiges an Schaden kriegen, bevor die mich versteinern können. Also bis jetzt alles gut. Lambo, grüß dich. Flüstern der Verzweiflung, Fackel. Schön, dass du da bist, freut mich. Ja. Ja, habe ich. Bin sogar schon relativ weit. Also ich kann es selber nicht genau einschätzen. Ich meine, du kannst ja auf YouTube alles nachholen. Jetzt hast du ein bisschen Zeit. Der nächste Dark Souls Stream wird wahrscheinlich erst dann am Wochenende sein. Ach nee. Ich war teilweise etwas außer mir. Ach so, das ist ja jetzt Blödsinn hier. Ich habe keine Lust auf euch dämliche Finstergeister. Könnt ihr einfach wegbleiben? Das war jetzt, glaube ich, verschwendet, das Pharos-Ding hier an der Stelle. Was ist das denn für ein Quatsch? Der geht nur mit der Faust auf mich los. Das ist ja auch wild. Das Menschenabbild bekommen, genau. Rattis sind hier ein paar. Und hier lacht die ganze Zeit einer. Geht's jetzt hier lang weiter oder in die andere Richtung? Hier sind noch mehr von den Dingern.
Hier sind ja brutal viele davon. Jetzt habe ich zwei verschwendet einfach. Ah, da drüben will ich hin. Okay. Ja, das hat sich erledigt, ne? Geil. Cool. Ja. Einige Videos. Noch nicht alles bis zu diesem Zeitpunkt. Also da fehlen tatsächlich noch 10. Also ich bin wesentlich weiter hier schon als auf YouTube. Aber wie das immer so ist. Oh, es ist tatsächlich ein Boss. Ratten. Es sind fucking Ratten. Alles voll von ihnen. Ah, das ist nicht so cool. Vor allem, weil ich immer gegen diese Dinger hau. Wartet mal kurz. Ich habe nicht das Gefühl, dass das ein Boss ist, den ich jetzt hier gerade besiegen kann, weil mir keine Gesundheitsleiste angezeigt wird. Das letzte Mal, als viele Gegner da waren, wurde trotzdem eine Gesundheitsleiste angezeigt. Also vom Gegner. Als kleiner Indikator. Ach, guck mal. Königliche Rattenvorhut. Und ihr seid nur die Vorhut. Ehrlich? Also ich habe die ja gehasst. In Dark Souls 1, aber hier sind die irgendwie halb so wild, tatsächlich. Ich muss euch mal ein bisschen zusammentreiben. Ich brauche mehrere Hits auf einmal. Sonst dauert das hier ewig. Nee, lass mal bitte, lass mich ganz kurz saufen. Okay, das ist einfach nur ein Geduldsspiel hier an der Stelle. Ups, das tut weh. Okay. Ich habe einen Rattenschwanz bekommen. Also irgendwie entweder. Oh, ich kann mit dir reden. Na, zum Glück habe ich dir keine auf die Mütze gegeben. BZ, Dankeschön, Dankeschön. Diese Ratte.
Hat eine bessere Aussprache als manch anderer NPC in diesem Spiel. Is that a rat-tail human? Ja, ist es. First one of mine rat burrows conquered. This will not go unnoticed. Rejoice, for the right to serve me is now thine. Since thou'rt human still, permit me ask, wilt thou thy human soul surrender and pledge thyself to me? Swearest thou by the sweet-tempered sludge that laps at our bosoms? Ja, du bist wieder einer, der ein Eid verteilt, ne? Nö, ist mir egal. Ich weiß eh nicht, was die Eide machen. Die sind, weiß nicht, keine Ahnung. Get thee gone. We will tolerate thy stench no longer. Ja, ich gehe ja schon. Ah. Weißt du was? Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Hä? Hier war ich schon. Blutungsstein. Und den Loot da drüben habe ich eigentlich gesammelt. Oh. Oder nee, ich bin, glaube ich, beim Versuch runtergefallen. Ja, genau so nämlich. Das habe ich alles schon gemacht hier. Okay. Der nächste Punkt, an dem ich ein bisschen... Ich weiß langsam, also nicht mehr so richtig weiter, glaube ich. Also hier war ja jetzt sonst nichts mehr, ne? Nee. Ich meine, ich könnte es probieren, aber wobei, nee, nee, Quatsch. Bearer of the curse, seek thee, lest this land. Also, meine Überlegung ist gerade, ich gehe noch mal zu diesen Feuerechsen in den Keller. Bei dem ersten, allerersten Boss, den ich gekillt habe, habe ich eine Tür aufgemacht, da waren dann so Echsen. Aber ich glaube, da ging es nicht weiter. Da habe ich einen Loot rausgeholt, da war irgendein cooler Ring. Und das war's da unten. Da ging es nicht weiter. Hier dazwischen, glaube ich, da geht nichts mehr. Hier gibt es noch eine Tür, da benötige ich irgendwie das Eid des Königs oder keine Ahnung was. Hier habe ich den alten Drachentöter, der ist weg. Dann bin ich weitergelaufen und bin in die Werft gekommen. Die Werft hat mich wieder in den entfernten Turm gebracht. Dort habe ich die drei Ruinenwächter gemacht. Nach den Ruinenwächtern
bin ich, glaube ich, bei der verlorenen Sünderin gelandet. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch irgendwas beim Jägerhain gibt, aber der Jägerhain hat mich hierher gebracht in, zum, zu der Irdenspitze, Erntetal und Irdenspitze. Dort, da bin ich dann ins Eisenschloss gekommen, beim Eisenschloss war auch der Sonnenturm. Und jetzt war ich gerade hier unten im Loch. Dort würde ich sagen, also Loch ist erledigt. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass beim Jägerhain noch irgendwo was geht. Aber ich denke, ich gucke jetzt doch nochmal an diese Tür, die ich gefunden hatte. War das hier? Ich glaube. Ich hatte irgendwo eine Tür gefunden. Die, wo es hieß, ich soll noch mehr Seelen besorgen oder sowas. Irgendwas in der Art. Ich glaube, war das hier hoch und dann hinten durch oder so? Irgendwie so. Oh, ah, ja, ist gut. Aua, ja, ich wollte einfach nur vorbei. Danke, tschüss. Ich glaube, das war hier. Nee, bringt das Symbol des Königs in euren Besitz. Das war nicht das mit den alten Seelen. Oder mehr alte Seelen oder wie auch immer. Ach, irgendwas in der Richtung haben sie an mich hingebrabbelt. Dann in die andere Richtung. Was ist hier oben rechts noch? War ich hier schon? Oh, das ist neu. Hier bin ich noch nicht lang gelaufen. Ach Leute, nee. Gegen unsichtbare Boys habe ich ja mal überhaupt keinen Bock. Aber weißt du was? Ach, Kacke. Oh nee. Ich bräuchte bestimmt eine Fackel. Im Vergleich zu DS1 ist es schlechter. Als eigenständiges Spiel weiß ich nicht, ob ich es überhaupt gespielt hätte. Oder irgendwann gesagt hätte, Ring der alten Sonne. Hört mal auf! Nein! Aua! Was mir hier extrem auffällt, und das habe ich, da habe ich auch einen Short auf YouTube zu. Gerne mal reingucken. Da habe ich Frame by Frame, habe ich, gezeigt, dass mir solche Sachen halt auffallen und ich es dann schwierig finde. Explodiert an der Schadensgrenze. Was? Ich mach das jetzt einfach mal. Also ich halte mich einfach links. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss links laufen. Hi. Leave me be. I like it quite. Leave me be. Du. So ein Hundling. Warte, ich will dich nicht sein lassen. Ey, lass mich jetzt mit dir reden. Ach, er steckt da fest, oder wie? Ah, der Typ in dem, mit dem roten Helm. Geil.
You may call me Vengal, if I deserve a name in this sorry state. 'Tis rare to flap these gums. This is pleasant. Okay. Also, die Hitboxen. Die Hitboxen machen mich absolut fertig in dem Spiel. I was hired to defend the kingdom. I remember a long, brutal fight and then somebody killed me. So I thought. Mhm. I came to and found myself like this. Okay. I don't know what explains it. But it's not so bad. Really. Now I watch the days go by and gaze at the night sky, thinking of the finer things, far removed from war. I'd grown weary of battle, but did not realize it until now. Kann ich dich irgendwie befreien, mein Freund? Journey, nor will I deign to ask. You may bear a great burden, but don't we all? I prefer, but I want to warn you of something. Von meinem Körper warnen, aha. Visions, my body wielding my sword, a sword forged. My body will show no. Nur sei okay. You see the wretched thing. Stay. Boah, wie viel der labert, dass ich im Kampf nie gelernt habe. Und dank euch habe ich mich im Freund der Konversation erinnert. Wenn ich euch helfen kann, wenn ihr etwas benötigt, so fragt, so sagt es einfach. Ach, guck mal, der verkauft was. Ein Claymore und ein Großschwert. Und was hat er sonst? Ein paar Pfeile. Blitzurne explodiert und richtet Blitzschaden an. Ja, okay. Ja, ich hätte dir gerne geholfen, Kollege, aber du scheinst ja ganz zufrieden zu sein. Seelenstörzen Menschenbild, jawohl. Also, wir halten uns weiter links. Einfach links weiterlaufen. Hallo? Leuchtfeuer, nice. Oh Mann, ey, nochmal ein neues Gebiet. Ich werd bekloppt, ey. Ja, okay. Wer bist du denn? Warum sitzt du da so? Ach, du bist ein Feind. Jetzt. Ich kann dich halt sehen. Kleines Problem für dich, ne? Ja, dachte ich mir. Okay. Weil ich unter dem Ding durchgelaufen bin, oder was? Ja, tatsächlich. LOL. Ist das bekloppt? Das ist ja wild. Oh oh. Ja, zu nah rangehen. Okay. Aber ich kann die ja hoffentlich kaputt machen. Ja. So, was ist hier los? Wer lacht da die ganze Zeit? Ich habe euch vorhin schon lachen gehört. Bist du der Körper von dem Kopflosen? Soll ich dich entsteinern? Machen wir mal. Hey, grüß dich. Servus. Wow, okay. Er haut mich einfach. Instant.
Ich dachte, vielleicht reden wir erst kurz drüber. Aber nee, ist wohl nicht. Boah, und der verflucht auch. Eieieiei. Okay. Hallo. Will wohl nicht. Ah, den muss ich jetzt jedes Mal abziehen. Okay. Und hopp. Es hat funktioniert. Da sitzt einer im Rollstuhl. Ich glaub's ja nicht. Nicht abhauen. Herkommen. Hallo? Glitzerndes Titanit. Ich brauche aber Titanitbrocken. Verschlossen. Da ist irgendwas dahinter. Echt jetzt? Das ist ja doof. Dass ich hier... Hä, wie sollte ich... Okay. Ich bin minimal verwirrt. Bist du der König? Hat man dich hier eingesperrt? Oh, irgendwo stehe ich zu nah an so einer... Armer König. Ja, liebe... Oh ne, weg mit dir. Ach, guck mal. Der da oben hat ja auch keinen Bock mehr. Ist abgehauen. Wo geht's hier unten lang? Hier geht's gar nicht lang. Das ist einfach nur so... Hä? Ach, da unten. Hä, wo kam er jetzt her? Lol. Keine Ahnung. Wo geht's denn hier lang? Ich check's gar nicht. Geht's doch da hinten irgendwo hoch? Nee. Nee, das hier ist... Hier nicht. Ach, hier ist noch ein Durchgang. Oh mein Gott. Ey, ich kann jetzt echt keine Invasion von irgendeinem Depp gebrauchen. Das ist doch... Und dann ist auch noch der mit dem Schwert, der super schnell mit einem Zweihänder da rumfuchtelt. Nee, ach, die sind so nervig. Die Soundkulisse, die ist auch geil, ey. Endlich. Weg mit dem.
Nee. Wo? Unter mir noch irgendwo wahrscheinlich. Oh, ich muss mal ganz kurz saufen. Entschuldigung, bin gleich wieder bei dir. Mann, ey. Ach du Scheiße, nee. Titanitbrocken. Yes. Finally, Sense, Finsternis. Meine Finsternis-Sense. Ja, eigentlich will ich runter zu dir einfach hüpfen, denke ich. Ich denke, ich werde jetzt einen schlafenden Skorpionmann wecken. Okay. Zweiter Drachenring. Gut. Ich glaube, das war ein Händler. Upsi. Nee, ich will an dir keinen Duftzweig benutzen. Scheiße, wäre das vielleicht ein Duftzweighändler gewesen? Aber wobei, nee, hier gibt's. Keine Ahnung. Ach, dann komm. Hier, Schluck. Wurscht. Lass mich mal durch. Das ist uncool. Warum ist die Hellebarde jetzt so schnell kaputt? Ja, wobei, was heißt schnell? Ich habe die schon ewig benutzt jetzt, ne? Also, so schnell war das gar nicht. Hallo? Ah! Der Körper! Der Körper zum Kopf! Autsch! Kann ich den Körper mitnehmen? Naja, aber seine Rüstung bekomme ich. Eine Fackel. Der Nächste, der mir hier den Weg versperrt. Eine Statue blockiert euren Weg.
Ich habe bestimmt den Händler für Duftzweige gekillt. Oh Mann. Lachen schon wieder welche. Ach, sind die Vasen? Die Vasen, die lachen. Flammenschmetterling, Fackel. Ja, ist okay. Warte mal. Ah, da hinten. Da hinten, okay. Sehe ich hier irgendwas Spannendes? Eine Kiste? Nee, die ist mir wurscht. Da ist ein Gegner. Aber ansonsten sehe ich, ob es da irgendwo weitergeht. Ah, noch ein Gegner. Bisschen Loot. Da hinten. Ein goldener von der Sorte. Okay. Nee. Nix für mich. Aha. Okay. Lebensstein. Ich muss jetzt dann mal. Ah, warte mal, ich habe doch aber Reparaturpulver. Ist die andere auch wieder heile? Nee, die muss, glaube ich, beim Schmied. Oh, das sind zwei. No, 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 no. Das mit den Armbrüsten ist halt auch saunervig. Ja, jetzt muss ich sowieso. Jetzt muss ich sowieso ans Leuchtfeuer. Ah, wobei, 30 Lebenssteine. Da steht auch wieder irgendein. Ach, Sonnenviech. Ja, gut. Du bist halb so wild. Du bist halb so wild. Eigentlich. Bin ich nur auf der Suche nach dem nächsten Boss. Okay, wir merken uns mal, dass da Löcher sind, bei denen vielleicht was geht. Hey! Was sitzt du hier so rum? Beschimpft er mich einfach? I remember you. Don't you scare me like that. I thought you were him. Wer? That bastard with a ring lives in Brightstone Cove down the way. I'm gonna find him and settle the score. Nobody insults me like that. Aha, welcher Ring? For the good of the world and for my own honor.
I won't let that bastard live another day. Okay. For the good of the world and for my own honor. Na gut. Kriegerseele. Ein ganz schön wildes Gebiet hier. Total abgefahren. Ich komme hier von einem seltsamen Gebiet ins nächste. Wie tief war es hier nochmal? Geht, ne? Ah, Moment. Nee. Ich muss hier rein. Genau. Zielflug Seelenmasse. Das ist eine seltsame Übersetzung. Hi. Ein Stückchen, ja. And a very fit undead you are. Danke. A bit too alive, but with a darkish shadow. Yet still unprepared for a deeper dark. And like every undead, you have no future. Sehe ich anders? I'm just talking amongst myself. For a truer dark, then meet again. We shall. Ja. The dark is still nascent within you. May the dark shine your way. Okay. Wenn das Dunkle mir den Weg leuchten kann, dann sage ich erstmal nicht nein. Mist, okay. Er hat keine tolle Info für mich. Ja, da ist die Tür nämlich. Die habe ich von oben gesehen. Genau, das habe ich von oben gesehen. Mach doch das Loch auf. Was bist denn du überhaupt? Was steht dahinter? Was ist das? So, eine Fledermaus. Sieht aus wie eine Fledermaus. Oder was Fledermaus-ähnliches, ja. Nun, Ring der alten Sonne in Gefahr. Ach so, der hat auch noch Haltbarkeit. Nun. Autschi. Zahnschlüssel. Du hattest den Schlüssel schon die ganze Zeit. Hätte mir auch mal einer sagen können. Jetzt gehen wir aber nach Maluja. Majula? Ach, irgendwie so. Maluja, Majula. Ins Dorf, zum Hub. Zurück zum Hub und. Yes, Sir. Please. Verstärken. Bitte, bitte. Bitte, bitte verstärken. Und zwar diese hier, ja. Noch stärker. Und dann will ich noch was reparieren, bitte. Nämlich diese. I'll be around if you make it back. Und dann einmal leveln. Jawohl.
Noch ein bisschen Leben. 35. 35 klingt gut. Okay. Oh, ey. Leute. Ne? Ich vermute jetzt mal, dass dieser Schlüssel für das Loch da unten ist. Weil was anderes sehe ich ehrlich gesagt auch gerade gar nicht. Nein. Ugh, wow. Naja, dann müssen wir klatschen. Ach, lebt der gar nicht mehr da oben? Der lebt gar nicht mehr. Ach, da hinten ist er. Warum auch immer er da hinten ist. Stört mich natt. Wir hüpfen ins Loch. Ah, es ist tot. Nicht versteinern. Das war eng. So, jetzt machen wir mal das Loch hier auf. Oh Gott. Bist du ein Gegner? Ich kann mit dir reden. Hallo, Onifex. I owe you some form of thanks, but I have nothing for you at the moment. Aha. If it would not trouble you, could you visit my abode just down the way? Zu ihrer Behausung nur etwas den Weg runter. Duftzweig, nice. Den Weg runter. Wo ist denn der Weg runter? Der andere hat auch schon was gefaselt von den Weg runter. Oh, die sind auch Two-Hit, wenn es gut läuft, ha? Huh? Den Weg runter. War das? Wo war denn das jetzt noch? Ich bin ja eh von unten gekommen, ne? Da vorne ging es links durch eine Tür durch. Zu ihrer Behausung den Weg runter. Also irgendwie ist das hier... Das ist seltsam. Das ist super seltsam hier. Geht's hier noch wo lang? Nee. Aber irgendwas vergiftet mich. Hier vielleicht. Ah, schau mal. Hier geht's noch ein bisschen weiter. Nice. Aha. Okay. Hallo. Ah, du bist ein Skorpion oder sowas. Du bist irgendwie sowas oder ein riesiger Wurm. Ah, ein Doppelskorpion auch noch. Skorpionin Naika. Oh, shit. Können wir nochmal drüber reden? Uncool. Ja, boah, wild. Okay, sie kann mit ihrem Gehstock
stechen. Dann hat sie vorne die zwei Klauen und noch hinten die zwei Giftzahn-Dinger. Alrighty. Uff. Yo, let's go. Mit dir will ich eigentlich gerade nicht kämpfen. Gerade eben war hier noch ein Baum. Ach ja, warum bleibe ich auch daneben stehen, ey? Sau dumm. Okay. Erstmal kennenlernen. Oh. Ich kann hier bestimmt den Schwanz abhacken, irgendwie. Der Explosionsring, ja, vielleicht habe ich ja mal Glück und er macht ein bisschen Schaden an ihr, aber dafür ist er jetzt eigentlich nicht unbedingt gut, würde ich sagen, hier an der Stelle. Das ist ein ganz schön einfacher Weg zum Boss. Ich bin erstaunt nach dieser Nummer mit diesen giftspuckenden Statuviechern. Ist das hier ja der reinste Spaziergang. Ja, diesmal habe ich dran gedacht. Ah. Ah, dieser Magie-Mist ist ein bisschen. Ah, der Magie-Dinger ist ein bisschen mistig. Ansonsten habe ich gerade echt schon viel Schaden gemacht an ihr. Ich glaube, ich sollte. Hoppla, da lang. Ich glaube, ich sollte mit vollem Leben hingehen. Aber erstmal noch zwei, dreimal antasten. Erstmal noch zwei, dreimal anprobieren. Habe ich denn irgendeinen anderen Ring, der mir mehr bringt als diese Explosionsdinger? Ein Schaden erhöht körperliche Angriffe, ja klar. Natürlich bringt der mehr. Ladensring, let's go. Ah, der dritte hat getroffen. Au, oh shit.
Hoppla. Also von denen darf man sich nicht treffen lassen. Natürlich ist man dann vergiftet. Wer hätte es gedacht? Marius, grüß dich. Hi. Schön, dass ihr alle da seid. Na, wie war Sport? Hast du gut pumpen können? Oder war heute nicht so pumpen? Hart, aber gut. Okay. Nice. Bei mir ist es auch hart. Also, das Spiel. Nichts anderes. No. Oh, das war knapp, aber es hat gereicht. Das war knapp. Ich hätte ihr gerne, wirklich gerne mal diesen, den Schwanz abgehackt. Autsch. Ich glaube, jetzt kann ich dann langsam mal eine Menschlichkeit schlucken. Einfach, dass ich ein bisschen länger, wenn ich zweimal getroffen werde, gleich draufgehen ist doof. Ich habe 9 Stück. Let's go. Und dann sollte ich meine Lebenssteine benutzen. Auf jeden Fall. Davon habe ich auch so viele. Nope, hier lang. Wie heißt sie? Irgendwie Skorpionin, ne? Irgendwas Skorpionin oder so. Wow, das war ja ein wilder Start für uns zwei. Dachte, wir gehen es heute ein bisschen ruhiger an. Skorpionin Naika, genau so heißt sie. Oh, ah ja, das hätte ich auch sehen können, dass dieser Hit kommt. Schwanz ab! Hey, Schwanz ab, nice. Uh-oh. Hab ich ja gar nicht so gern. Homing Missiles. Sie kommt! Sie kommt! Hey. Ach, ich hab's schon wieder. Shit. Ich hab's bemerkt und dann verkackt. Thank you.
Aua. Das ist ein schmerzhafter. Yes, nice. Super Sach. Da hat sich das Menschlichkeitsschlucken doch direkt gelohnt. Geil. Top. Oh Mann, ey, das ist. Ich hasse das, wenn hier so Wege sind, wo man die nächste, wo man nicht sehen kann. Und ich muss hinter jede Ecke gucken, um zu wissen, dass ich hier nicht gleich irgendwie von hinten gebacksteppt werde oder einen Durchgang übersehe oder plötzlich ändert sich hier was. Okay, ich glaube, hier ist nichts. So viele Ecken jetzt hier überprüft. Hey! Türen des Pharos. Ach, guck mal. Eigentlich fände ich es ganz cool, wenn hier ein Leuchtfeuer wäre, ehrlich gesagt. Oh oh. Nee, trifft nicht. Sehr gut. Der gute Elefant. Was bist du da oben? Weiß ich nicht. Sieht auch wild aus. Prismastein. Keine Ahnung, was das ist. Ach, Junge. Bist du auch ein Elefant? Nee, du bist ein Zwerg. Ich muss kurz ein Schlückchen nehmen. Leute, ich will zu einem Leuchtfeuer. Könnt ihr mich... Leuchtfeuer. Läuft. Prismasteine sind die heftigsten Items im Game. Ey! Kein Backseat Gaming hier. Keine Tipps, keine Infos. Was ist ein Prismastein? Jetzt muss ich nachschauen. Da. Markiert den Weg. Oh. Okay, du hattest mich. Du hattest mich. Für einen kurzen Moment. Für einen kurzen Moment hattest du mich. Hat das überhaupt schon mal jemand benutzt? Ach so, ich war ja am Leuchtfeuer. Stimmt, ihr beide seid ja wieder da. Naja. Diese Axt ist einfach so geil, ne? Diese helle Bade. Leider geht sie schnell kaputt. Ah, Leute. Ich hätte jetzt fast einfach weitergemacht, weil ich schon wieder... Ich habe ein neues Gebiet entdeckt. Ich habe gerade einen Boss besiegt. Ich habe Spaß daran, mir jetzt diese Umgebung anzugucken und würde auch eigentlich, wenn ich es nicht auch für euch machen würde... Einfach weiterzocken, bis ich einfach vorm Sofa ein, vorm Fernseher oder vorm Bildschirm oder wie hier vorm Computer einschlafen würde. Aber ich muss ja auch ein bisschen aufpassen, dass ihr mir folgen könnt und die Folgen nicht zu lang werden. Und wir haben schon wieder eine Stunde auf der Uhr, deswegen danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.